Willkommen zu dieser kurzen Videoreihe, in der ich euch den Zusammenbau des Smarts erklären werde. Als erstes schauen wir uns einmal an, welche Bestandteile wir überhaupt benötigen. Wir fangen dafür an mit den Teilen, die wir im 3D-Drucker angefertigt haben. Wie ihr seht, brauchen wir hier eine ganze Menge und wir werden das einmal alles durchgehen. Als erstes haben wir hier ganz links ganz normales PLA-Filament, was wir brauchen, um hier weiter rechts unsere Kettenglieder später miteinander zu verbinden. Von den Kettengliedern braucht ihr jeweils 30 normale und 2 etwas größere. Darüber hinaus braucht ihr 4 Räder und 4 Transmissionen bzw. Radfelgen. Diese Felgen werden später in euren Reifen eingesetzt, damit eine Verbindung zum Motor aufgebaut werden kann. Darunter befindet sich unser Chassis, unser Hauptbestandteil des Roboters. Hier werden später alle Teile drin zusammengesetzt. Daneben haben wir einmal 3 Sensorgehäuse für die Infrarotsensoren, ein Gehäuse für den Ultraschallsensor, eine Halterung für die 3 Infrarotsensoren und 2 Halterungen für die Batterie. Als nächstes betrachten wir die elektronischen Komponenten, die wir benötigen. Hier brauchen wir zum einen ganz links unseren Arduino, welches das Mainboard für unseren Roboter darstellt, unser modifiziertes Motorshield mit Summer, Bluetooth-Modul, Schaltern und Steckleisten, 3 Infrarotsensoren sowie ein Ultraschallsensor, 2 Motoren mit Kabeln, weitere diverse Kabel für unsere Sensoren, eine Verbindung für unsere 9-Volt-Block-Batterie sowie die Batterie selbst. Zum Nachbearbeiten für euren Roboter können folgende Tools hilfreich sein. Zum einen Schleifpapier, ein Seitenschneider sowie ein Cuttermesser. Um Probleme beim späteren Benutzen unseres Roboters zu vermeiden, müssen wir bestimmte Stellen unserer gedruckten Teile nachbearbeiten. Eine besonders wichtige Stelle ist hierbei die Lauffläche unserer Räder. Bei diesem Chassis habe ich das bereits ein bisschen geschliffen, denn auf dieser Innenkante wird sich später unser Rad drehen, wodurch es eben hier enorm wichtig ist, dass hier eine möglichst glatte Fläche entsteht. Um das zu gewährleisten, nehmt ihr euch einfach das Schleifpapier und bearbeitet das Ganze vorsichtig nach. Beachtet hierbei, dass sich diese obere Lippe, die etwas absteht, nicht zu sehr abnutzt, denn dies ist das, was später das Rad in Position hält. Habt ihr eine Lauffläche eurer Vorstellung entsprechend glatt bearbeitet, wiederholt ihr das Ganze bei den anderen dreien, bis ihr auch mit diesen zufrieden seid. Als nächstes folgen die Räder. Hier ist es besonders wichtig, dass ihr die innere Lauffläche auch hier besonders glatt schleift, damit wir dort später auch keine Probleme beim Fahren des Roboters haben. Hierfür empfehle ich euch, das Schleifpapier zu nehmen, euch ein Stück abzuschneiden, dieses dann zusammenzurollen und damit in die Mitte des Reifens gehen. Dadurch könnt ihr die Innenseite schön ausschleifen und erwischt die ganze Lauffläche. Diesen Prozess wiederholt ihr dann so lange, bis ihr alle 4 Reifen dementsprechend eurer Vorstellung
geschliffen habt. Seid ihr damit fertig, könnt ihr euch ein Küchenkrepp oder ein anderes Tuch nehmen, ein bisschen Klarreiniger, ein bisschen Fensterputzer und mit diesem Fensterputz könnt ihr dann die Innenfläche noch einmal abschließend reinigen. Damit entfernt ihr dann auch die letzten Reste vom Schleifen. Im letzten Schritt kontrolliert ihr nun nochmal alle Bestandteile, ob sie sauber angefertigt worden sind und behebt kleinere Makel. Dafür nehmt ihr euch jedes einzelne Bauteil und guckt euch diese genauer an. Wenn ihr da kleine Macken, wie zum Beispiel hier so ein Fädchen oder hier eine Unreinheit findet, könnt ihr das mit Hilfe eures Cuttermessers oder des Seitenschneiders entfernen. Für den nächsten Abschnitt brauchen wir jetzt einen Akkuschrauber und etwas Öl. Welcher Marke oder für welchen Zweck ist eigentlich relativ egal. Hauptsache, es ist geeignet, um eure Räder zu schmieren. Schlimmstenfalls könnt ihr auch normales Olivenöl oder Sonnenblumenöl nehmen. Für diesen Bauabschnitt braucht ihr einmal die vier Räder, die vier Transmissionen und euer Chassis. Als erstes nehmt ihr euch jetzt wieder einen Küchengriff und gebt auf diesen ein wenig Öl. Mit diesem Öl bestreicht ihr dann die vier Kontaktpunkte an euren Chassis. Als nächstes nehmt ihr euch jetzt die vier Räder und fangt bei einer Verbindung an, dort das erste Rad draufzusetzen. Dafür setzt ihr es leicht schräg an und führt es dann mit leichter Kraft auf die Transmission. Dieses Knacken, was ihr hört, ist soweit erstmal gar nicht schlimm. Das ist ganz normal. Und dann dreht ihr es vorsichtig rauf, bis es in Position ist. Und jetzt seht ihr, durch diese Nase, die vorne übersteht, kann das Rad jetzt nicht mehr aus der Position und dreht sich schon schön frei. Das Ganze wiederholen wir jetzt für alle anderen drei. Hier könnt ihr auch ruhig etwas rabiater vorgehen. Diese Teile können eigentlich nicht kaputt gehen. Und falls doch, könnt ihr sie einfach neu drucken. Seid ihr mit diesem Arbeitsschritt nun fertig, nehmt ihr euch eure vier Transmissionen, steckt diese in die Räder und prüft, ob sie bei allen vier ordentlich halten. Sollten sie zu schwer oder gar nicht reingehen, könnt ihr sie mit etwas Schleifpapier nochmal nachbearbeiten. Für den nächsten Schritt, da dies relativ schwierig funktioniert, nehmt ihr euch eine Spitzzange, nehmt einen der Füße und zieht ihn daran vorsichtig hinaus. Nun geben wir auf der inneren Lauffläche etwas Öl und verteilen es durch leichte Drehbewegungen überall auf dem Rad. Jetzt geben wir die Transmission wieder rauf, nehmen uns unseren Akkuschrauber, auf dem wir unser Schleiftool montieren, verbinden dieses mit der Achse und drehen das Ganze für ca. 30 Sekunden. Dann schließlich mit allen vier Achsen zufrieden und diese drehen sich schön frei, könnt ihr mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Für den nächsten Schritt brauchen wir nun unsere beiden Motoren. Diese setzen wir jetzt auf entgegengesetzten Seiten in unser Chassis. Dafür entfernen wir wieder auf jeweils einer Seite unsere Transmission bzw. unsere Felge. Nehmen unseren Motor, setzen ihn in die dafür vorgesehene Position und drücken ihn runter. Dieser sollte dann möglichst flach einrasten. Falls das nicht der Fall sein sollte, könnt ihr diese kleinen Halterungen mit eurem Cuttermesser etwas nachbearbeiten, bis er möglichst flach drin liegt. Befindet sich dann euer Motor perfekt gerade drin, müsst ihr vorne die Transmission aufsetzen. Wie ihr sehen könnt, ist die Motorwelle an einer Seite etwas abgeflacht. Das gleiche können wir auch an unserer Transmission sehen. Ihr müsst beide Teile nun so miteinander verbinden, dass ihr die Transmission ganz reinschieben könnt. Dafür setzt ihr sie auf und dreht sie langsam vor und zurück, bis ihr die entsprechende Position gefunden habt. Haltet euer Motor mit der anderen Hand fest, damit er nicht aus der Position rutscht. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsstet ihr beim Drehen ein kleines mechanisches Geräusch hören. Den gleichen Prozess wiederholt ihr auch nun für die andere Seite. Sind beide Motoren mit den Felgen verbunden, könnt ihr diese mit der Batterie testen. Kippt euren Roboter dafür an, nehmt euch jeweils zwei Kabel und haltet sie an dem Plus- und an dem Minuspol. Das gleiche wiederholt ihr dann für die andere Seite. Und dann ist dieser Abschnitt damit fertig. Als letztes fehlt unserem Roboter nun noch ein Antriebssystem. Dafür nehmen wir uns unsere Kettenglieder und das PLA-Filament. Zusätzlich brauchen wir noch einen Seitenschneider und eine Spitzzange. Als erstes sortiert ihr euch jeweils die Hälfte der Kettenglieder auf zwei Stapeln. Habt ihr euch 16 Kettenglieder abgezählt, 15 normale und das eine etwas längere Kettenglied, nehmt ihr euch etwas PLA, schneidet euch ein kurzes Stück ab, nehmt euch zwei der Kettenglieder und steckt diese aneinander. Ihr seht, diese Kettenglieder haben vorne und hinten Öffnung und an der Verbindungsstelle führt ihr nun das kurze Stück PLA-Filament hindurch. Als nächstes braucht ihr neben eurem Chassis nun die Batterie, den Batterieverbinder und eure zwei Batteriehalter. Im ersten Schritt nehmt ihr die Batterie und verbindet diese mit dem Batteriehalter. Dann setzt ihr diese in euer Chassis ein. Legt die Kabel so, dass sie durch die Öffnung hinausgeführt werden können.
Im nächsten Schritt nehmt ihr euch jetzt die Halterung und fädelt dort die Kabel der Motoren und der Batterie hindurch. Wir beginnen auf der einen Seite. Nun setzt ihr den ersten Batteriehalter in die dafür vorgesehene Öffnung über dem Motor ein. Ich hoffe, das erkennt man jetzt hier auf dem Video. Sollte dies wie bei mir jetzt nicht passen, müsst ihr die Ecken eurer Halterung etwas nachbearbeiten. Dafür nehmt ihr euch einfach den Seitenschneider und passt diese etwas an. Dann versucht ihr es direkt erneut. Ihr führt die Kabel wieder durch, setzt ihn ein, nun passt er perfekt und drückt ihn auf der anderen Seite hinunter. Sollte dies etwas schwerer gehen, nehmt euch einen Schraubenzieher zu Hilfe, mit dem ihr das besser runterdrücken könnt. Vermeidet dabei, wie hier, dass eure Kabel eingeklemmt werden. Sitzt dann alles in Position, wiederholt das Ganze auf der anderen Seite. Hier müsst ihr nur noch darauf achten, dass ihr auch die Kabel der Batterie ordentlich einfädelt. Setzt das Ganze nun wieder auf der einen Seite an und drückt es dann vorsichtig, ohne die Kabel einzuklemmen, runter. Seid ihr dann damit fertig, kontrolliert nochmal, ob alles ordentlich passt und ob keine Kabel eingeklemmt sind. Als nächstes könnt ihr nun noch euren Halter für die Sensoren in die beiden Öffnungen vorne einführen. Auf der anderen Seite könnt ihr den Halter für euren Ultraschallsensor ebenfalls schon in Position bringen. Nun nehmt ihr euch euren Arduino und euer Motorshield. Als erstes nehmt ihr euch den Arduino und schiebt diesen auf euren Roboter. Dafür nehmt ihr dir die zwei Öffnungen und setzt euren Arduino daran an. Schiebt ihn erst ein Stückchen hinein.
um zu gucken, ob er reinpasst. Dann nehmt die Kabel, um für diese links und rechts an den Seiten hinaus und schiebt dann das Arduino-Schild komplett hinüber. Achtet auch hierbei darauf, dass ihr die Kabel nicht einklemmt. Seid ihr mit diesem Schritt fertig, nehmt ihr euch als nächstes das Motorschild und setzt dieses oben auf euren Arduino. Hierfür müsst ihr eure Pins abgleichen. Die Seite mit den Pins 8 bis 13 muss auch ebenfalls auf der Seite des Arduinos mit dem Pin 8 bis 13 sitzen. Nun müsst ihr noch die Kabel an euer Shield anschließen. Auf die äußeren beiden kommt Motor 1, auf diese beiden Motor 2. Die beiden Kabel eurer Stromversorgung kommen einmal schwarz auf Ground und rot auf Plus. Na, Senior. Seid ihr mit der Verkabelung fertig, folgt nur noch ein letzter Schritt. Für diesen nehmen wir uns als erstes den Ultraschallsensor und das dazugehörige Gehäuse. Den Ultraschallsensor setzt ihr einfach in dieses Gehäuse ein. Das Ganze verbinden wir dann mit unserem Chassis. Lichtsensoren. Auch hier müssen wir unsere Lichtsensoren einfach in das dafür vorgesehene Gehäuse einsetzen und den Deckel hinaufschieben. Das Ganze wiederholt ihr dann für alle drei Lichtsensoren.